Ja, ihr Lieben, einen herzlichen Gruß aus Ulm heute am 5. Juli 2024. Wir haben heute einen Sonntag, nämlich die Deutschen hoffen, die deutschen Fußballer, dass sie Spanien überwinden auf dem Weg ins Halbfinale der Europameisterschaft. Für uns Fußgänger, für uns Spaziergänger in Ulm ist das zweitwichtig. Was nicht bedeutet, dass es gar nicht wichtig ist, denn wir rechnen damit, dass wir heute auch sehr, sehr, sehr viele Zuschauer haben, wenn wir auf der Straße durch die Straßen ziehen, weil ganz viele Menschen heute bei diesem endlich mal wieder prachtvollen Wetter in den Cafés sitzen, auf den Straßen, auf den Stühlen. Und wir werden heute eine sehr, sehr große Kontaktquote haben hier in Ulm. Und gleichzeitig sind wir natürlich gerüstet, um uns auch zu freuen, wenn es weitere Anlässe dafür gibt. Also sollten die Leute das wieder erwarten, gegen Spanien heute schaffen, freuen wir uns natürlich noch mehr. Aber wir wissen ja, dass diese Fahne für uns Deutsche, egal in welchen Farben, ein Bekenntnis zur Selbstbestimmung ist und zur Souveränität, die uns vorenthalten wird seit 1945. Und genau deshalb sind wir auch auf der Straße. Und wir sind auch auf der Straße wegen Frieden, damit endlich Frieden einkehrt und diese geplanten Kriege ein Ende haben. Und wir sind auf der Straße, damit wir die Grund- und Freiheitsrechte wieder erlangen, die uns Deutschen und überhaupt vielen Menschen der Welt aufgrund der dunklen Machenschaften der Globalfaschisten, beispielsweise eines Herrn Klaus Schwab und anderen, die die Politmarionetten in den verschiedenen Staaten an ihren Strippen ziehen, dass wir diese überwinden werden. Da sind wir fest davon überzeugt. Und deshalb hoffen wir am besten... Türkei! Ich gucke hier. Türkei, sagt Türkei. Er. Wann spielt die Türkei? Morgen. Also, gut, alles Gute. Wunderbar. Sehr schön. Also, ihm haben wir auch gleich alles Gute gewünscht. Und morgen spielen ja dann die Türken. Und auch das wollen wir einfach unterstützen. Die Begeisterung, die Menschen für ihr Land erfüllt. Und das ist das, was viele noch nicht begriffen haben. Dass es einfach darum geht, sich mit dem Land zu identifizieren und dass dazu diese Europameisterschaft im Fußball ein Beschleuniger ist. Und nicht umsonst gibt es ja sogenannte linke Künstler. Ihr wisst, dass ich von dem Links-Rechts-Schema überhaupt nichts mehr halte. Es ist völlig untauglich zur Beschreibung der Realität. Sondern auch das ist ein Gefängnis, ein geistiges Gefängnis, wie wir gefangen gehalten wurden und nach wie vor werden. Aber es gibt ja sogenannte linke Künstler, also letztlich auch solche, die den Globalfaschisten dienen, die denen das Lied nach dem Mund singen, die sich jetzt geäußert haben über Fußball und 2006 und dass das eben angeblich ein Rechtsruck gewesen wäre für Deutschland. Wir erinnern uns noch an 2006 und wir erinnern uns daran, wie die Menschen plötzlich mit ihren Fahnen in einer Zahl auf die Straße gegangen sind, wie wir das alle nicht für möglich gehalten hatten. Nach Jahren, Jahrzehnten, die Deutschen in ihrem Nationalgefühl, ich habe jetzt mal bewusst gesagt Gefühl und nicht Bewusstsein, in ihrem Nationalgefühl, nationalen Empfinden, worauf jedes Volk der ganzen Erde ein Recht hat, wie die Deutschen da unterdrückt wurden. Und da war 2006 schon eine Befreiung. Ja, und denen, diesen Globalfaschisten, ist das ein Dorn im Auge. Aber wir wissen, dass sie keine Chance haben. Niemand kann die Wahrheit auf Dauer unterdrücken. Soweit zur Vorrede. Ihr seht jetzt hinter mir schon die Spaziergänger. Und ich gehe davon aus, es wird gleich losgehen. Also, danke, dass ihr da seid. Ja. Jetzt wird der Aufzug gleich starten. Wir sehen hier nie wieder jetzt, nie wieder ist jetzt. Ein wörtliches Zitat aus der Rede von Vera Scharaf, der Holocaust-Überlebenden, die, und das ist etwas, was wir nur mit Beschämung immer wieder feststellen können, wegen ihrer Rede als Holocaust-Überlebende jetzt wegen Volksverhetzung verfolgt wird, strafrechtlich. Das muss man sich einmal vorstellen. Eine Holocaust-Überlebende darf nicht in wirklicher Freiheit über ihr eigenes Schicksal in Deutschland sprechen. Das ist unvorstellbar.
Und dieses kurze Zitat steht hier geschrieben auf dem Banner und gleich wird sich der Zug in Bewegung setzen. Wir schauen uns mal an, hier die Hirschstraße gegen die Sonne, ist wahrscheinlich nicht so viel zu sehen. Sehen wir viele Menschen, die sich in den Cafés aufhalten, dass wir heute wieder eine große Kontaktquote haben. Protestieren, desertieren, blockieren. Wunderbar. Daniel, gell? Spanien führt 1-0, hat gerade eben das 1-0 geschossen. Ah ja, okay. Ja gut, die sind Favoriten, die Spanier. Ja, ja. Aber schwierig. Ja. Frieden! Freiheit! Selbstbestimmung! Frieden! Yeah.
Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung! Unter die Deutschlandfahne. Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung! Hast du gehört? Ah ja, okay, gut. Sehr schön. Ja, man muss es... Wird immer besser. In internationale Zusammenhänge das Ganze stellen, genau. Ja, mein Lieber. Das nimmt auf, ja. Was war da? Warst du da nicht? Okay. Ich war bei der Kunst eben frei und dann die Leute heimfahren. Ah ja, und? Und sind dann immer zu dem gegangen. Ich war so gefangen gehangen. Ah ja, verstehe, dann musstest du mitfahren, verstehe. Und dann würde ich aufsteigen, dann die ganze Zeit. Ja, der ist doch. Ja, ja, wunderbar. Ja, auf jeden Fall. Also, trotzdem war es enttäuschend, dass das Friedenscamp war ein kleiner Laden. Verstehe. Ja. Am Abend zu dem Event kam, waren schon so ungefähr 600-700 Leute. Immerhin, ja, da würde man sich auch mehr erwarten. Ja. Wir haben ja dort geschlafen. Ah ja. Ungefähr 13 Kilometer von Rammstein weg. Okay. Da fragt uns die Leute, was wir hier machen. Okay. Keine Ahnung, was ein Friedenskrieg ist. Ja, direkt daneben. Ja, weil es für den Medien verschwiegen wird. Ja, ja. Ich muss ja auch denken, also Kaiserslautern ist eine amerikanische Anführung. Ungefähr 8.000 bis 9.000 Arbeiter in Rammstein und mit Familien. Wenn sind das 50.000 ungefähr. Wahnsinn, das ist eine Größenordnung, das kann ich gar nicht. 50.000. Ja. Das kann man sich kaum vorstellen. Ja.
Ja, genau. Also ich bin heute noch mal eingesprungen hier für unseren Chronisten. Christi, Monika. Regierung Scheiße, Bau! Wirst du gleich verhaftet. Monika, wenn du weiter singst, wirst du verhaftet. Habt ihr das gehört, Zuschauer? Da waren drei Töne. Mit den Buchstaben D, Ö und P. Das ist ja dann schon wieder verdächtig. Unglaublich. Nicht normal, weil ist das so nicht. Nein. Musst du pausieren. Kannst du mit den Takt klopfen? Ja, genau. Sehr gut. Ja, das ist er. Das ist er. Wir lassen uns keine Angst machen. Alle mitsingen. Ja, wir lassen uns keine Angst machen. Nicht von diesen Faschisten. Und jetzt alle. Mitmachen wäre Widerstand. Thank you.
Hallo. Nicht irgendwas, das man sich wünscht, sondern etwas, das man tut, das man isst und das man weitergibt. Das hat der Stefan auf seinem Schild. Immer wieder neue Schilder mal, Alter. Das war 1997, ja. Aber da bin ich noch 2-3 Jahre an und Halloween rein, aber das mit Frau natürlich wieder. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das ist irgendwie anders, oder was? Was habt ihr da entdeckt? Das sind Kinderstrich-Porno. Hinweise. Haben wir alles im Jesse mal geschickt. In ganz ulmisch voll damit. Also Hinweise, versteckte Hinweise auf Kinderstrich, sagst du? Kinderstrich und das oben, der Smiley, ist satanisch. Wahnsinn. Wahnsinn. Jesse Marsen hat recht. Ja, natürlich. Natürlich. Jesse Marsen hat das ja selber über viele Jahre erleiden erlebt. Der war ja beim, leiden müssen. Der ist ja da durchgefahren. Ja. In Augsburg. Jo Konrad, genau. Da gibt es ein Video, wo er an den entscheidenden Stellen vorbeifährt. Ja, und deswegen ist ja der Van Helsing mit ihm nicht so. Aha. Deswegen sind die verstritten. Ach so, ja gut. Ja, es gibt immer wieder mal Meinungsverschiedenheiten. Ich verstehe es nicht, aber. Ja, ja. Wichtig ist, dass man sich dann. Es verschwinden 1 Million Kinder weltweit. Das kann man sich kaum vorstellen. Das ist eine Zahl, die kann man sich nicht vorstellen. Die entführen die einfach. Unverständlich. Ich habe vorher ein Video gesehen. Die entführen die von der Lok, verarschen die Mutter und schnappen sich dann das Kind. Ja, ich habe auch solche Videos gesehen. Das halte ich auch durchaus für real. Aber es gibt ja noch viel schlimmere Dinge in Deutschland, wenn dann Jugendämter sich an der ganz legal, angeblich ganz legalen Entführung von Kindern, Ämter sich beteiligen. Nein, die Kinderexperiment. Kindler-Experiment. Genau. Der Pädophile, der im Jugendamt saß in Berlin und an pädokriminelle Kinder vermittelt hat. Unvorstellbar. Mit dem Wissen, er war ja selber auch pädophil. Ja. Und im WEF gibt es ja auch gerade Vorwürfe sexuellen Missbrauch und Rassismus. Ja, das würde mich gar nicht wundern. World Economic Forum. Da sitzen die globalen Verbrecher. Genau. Ja, und ganz ähnlich mit diesen Schmierereien voll. Ah ja, okay. Ja, Ben. Das sind alles so, also das hier nicht, wobei ich glaube, das nicht. Aber das, was so Jesse uns gesagt hat, also das gerade, was wir schon gesehen haben, ja. Da ist ganz neu und der ganze Klassikmarkt ist voll. Mit solchen Schmierereien. Vom Bahnhof. Bis zum Spielplatz. Schrecklich. Schrecklich, man kann nur ahnen, was das bedeutet. Schau mal da, die Kinder. Ah,
abartige, also der Jesse hat mein, der Jesse hat meine sind abartige Sexpacken. Glaube ich. Man kann sich das. Gut, aber das Problem ist, dass wir hier über Dinge reden, die wir jetzt im Moment nicht nachweisen können. Ja, und das Problem genau. ist, dass das genau die sind, die uns diese Fake-Pandemien ja, und ja, diese sowieso. Tyrannei, das sind genau die, die Kinder umbringen, missbrauchen. Jimmy Savile. Sagen wir so, es kommt immer mehr Jimmy Savile und solche Unholde. Es kommt immer mehr ans Tageslicht davon. Und wie alles zusammenhängt, Stück für Stück kommt immer mehr ans Tageslicht. Und das ja, ist das Gute. Die Leute wollen es nicht glauben. Ja, nicht glauben. Noch nicht. Kommt alles. Wir sind im Fußballmodus. Jörg Schomlar. Super. Jörg Schomlar. Hallo, Berunder, hallo. Ja, Fußball ist schon richtig. Genau. Ja, ich habe das eben nochmal im ersten Kurzstatement hervorgehoben, wie wichtig ich im Moment diese Identifikation der verschiedenen Nationen mit ihren jeweiligen Ländern finde. Denn das ist eigentlich das, was genau verhindert werden soll. Es soll ja alles zur Desidentifikation gebracht werden, zur Entnationalisierung. Das ist ja das Ziel. Und da ist die Europameisterschaft so richtig ein großer Klotz, der quer im Weg liegt. Und das bei all der Kritik, die man am Fußball haben soll, gar keine Frage, muss man auch diesen Identifikationsfaktor einfach auch wahrnehmen. Also ich glaube halt einfach, dass die Welt, also wie ziemlich sicher ist, die Mehrheit der Menschen mit schwarzer Magie manipuliert wird. Also ja, je mehr man sich damit ich würde mal so sagen, je mehr man sich damit beschäftigt, und du dringst ja sehr tief ein in all diese Dinge, dadurch, dass du die auch wissenschaftlichen Bücher dazu gelesen hast, je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr entdeckt man natürlich Dinge, die jemand ohne dieses Hintergrundwissen gar nicht wahrnehmen würde. Ne? Also von daher. Was mich auch sehr interessiert hätte, aber das war mir ehrlich gesagt zu teuer, war da. 19. bis 21. Juni in Memmingen der UFO-Kongress mit Peter Denk. Ah ja. Aber 170 Euro waren mir zu viel. Ja, ja, das sind dann schon Größenordnungen. Genau. Ja, weil wir hoffen, dass die Menschen endlich aufwachen. Deshalb gibt es uns. Deshalb gibt es uns, lieber Angie. So ist es. Also ich sehe immer wieder freundliche Gesichter, die uns hier zunicken. Ja, ja, aber es wäre halt toll, auch mitzumachen. Ja, natürlich. Natürlich. Hallo. Und am 3.8. Berlin. Ja, da ist dann Berlin, genau. Wer geht da hin? Ich weiß nicht, ob jemand eine Fahrt organisiert. Wenn was organisiert würde, dann könnte ich mir das auch vorstellen. Also gut ist, wenn man sowas mal, dass jemand einfach mal eine Liste macht. Ne? So, in der Richtung. Also ich denke Heiko Schöning, oder? Ach so, wer jetzt von den... Ja. den Hallo, ab miteinander. Bodo Schiffmann. Ja gut, der Bodo teilnimmt, dann ohnehin nur per Video. Der ist ja nicht in Deutschland. Thorsten Schulte. Ja, mal gucken, ob Thorsten sich da engagiert. Auf jeden Fall ist wichtig, dass wir aktiv bleiben. Egal in welcher Größenordnung, immer wieder aktiv bleiben. Nie nachlassen und sich nicht einschüchtern oder zur Resignation bringen lassen. Ich habe gehört, im Sommer wird es wieder was im Münsterplatz geben. Stimmt das? Weiß ich nicht. Oder jetzt dann. Also wenn jemand was organisiert, gerne. Aber ich habe noch nichts gehört. Aber wenn jemand was in die Hand nimmt, wie wir letztes Jahr, da haben wir ja richtig was in die Hand genommen. Schauen wir mal. Ist es gut? Aktiv bleiben. Ja,
Wäre toll, auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Mal fragen, wer das traut sich ja keiner. Müsste man vielleicht mal ein bisschen rumfragen, ja doch. Aber da sind wir schon spät dran, ja. Müsste man gucken. Das ist September. Letztes Jahr haben wir so um die Zeit angemeldet, für den 15. Juli. Ja. Hallo ihr Hübschen! Thank you.
und hat uns applaudiert, das junge Mädel. Super! Super! Deutschland! Super, da kriegen wir Beifall. Ich höre gerade so mit halbem Ohr, dass für die deutsche Nationalmannschaft das 1-1 gefallen sei im Spiel gegen Spanien. Naja, wäre ihnen zu wünschen, dass sie weiterkommen gegen die hochfavorisierten Fußballkünstler von der Iberischen Halbinsel. Thank you.
Das ist ja. Mich beschleicht ein Gefühl. Wisst ihr, welches Gefühl mich beschleicht? Dass sie uns heute extra aus der Innenstadt draußen lassen, wegen der vielen Live-Übertragungen und der vielen, die in den Straßencafés sitzen, dass die das gar nicht mitkriegen. Das ist mein Gefühl. Guck mal, wo wir hier langgeführt werden. Ja, aber die Route schießt von Yvonne aus. Ja, aber vielleicht haben sie Yvonne gesagt, nee, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Tisch. Würde ich jetzt alles nicht ausgeschlossen halten, denn heute ist ja der Ausnahmezustand wegen des Fußballspiels und da hätte man eigentlich erwarten können, dass wir an den Straßencafés vorbeikommen. Aber vielleicht haben sie das gerade extra in der Route vermieden, denen ist alles zuzutrauen. Nein, natürlich nicht, oder? Natürlich nicht. Es sind ja alle für die Grundrechte. Und dafür sind ja alle, auch in alle Mitarbeiter in allen Ordnungsämtern in Deutschland, sind dafür, dass die Grundrechte wahrgenommen werden. Ja, und die machen überhaupt nichts, was irgendwie eine Behinderung des Rechts auf Demonstrationsfreiheit wäre. Nein, nein, gar nicht. Ja, liebe Zuschauer, ab und zu kommen die Emotionen durch und das ist auch richtig so. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, Emotionen seien an sich schon schlecht, sondern wichtig ist, dass man Emotionen erstens auch mal rauslässt und zweitens unter Kontrolle behält. Und wer meint, ich hätte mich hier zu weit aus dem Fenster gelehnt, dem kann ich jetzt schon Geschmack machen auf mein erstes von vier Büchern, das unter der Reihe Fröhlich im Widerstand erscheinen wird. Also die Buchreihe heißt Fröhlich im Widerstand und es geht im ersten Buch um die Kandidatur als Oberbürgermeister und auch die Vorbereitung dazu. Und da wiederum spielt dann eine Rolle, wie die sauberen Herrschaften im sauberen Ordnungsamt der Stadt Ulm letztes Jahr im Sommer mit uns umgegangen sind, umgesprungen sind, wie sie versucht haben, unser Recht auf Demonstrationsfreiheit, was grundgesetzlich und verfassungsmäßig geschützt ist, wie sie das versucht haben, hier und dort einzuschränken, von der Zeit her, vom Ort her, wie sie uns schikaniert haben. Das kommt in dem Buch zum Ausdruck. Freut euch jetzt schon drauf. Oder wenn ich den Polizeiwagen sehe, wenn ich mich an jeden Augenblick erinnere, oder ein Herr, ich weiß ihn noch mit Namen, ich nenne jetzt nicht seinen Namen, oder ein Herr, der gerade die Einsatzleitung hatte von der Polizei, wie der plötzlich auf mich zukommt. Letztes Jahr im Sommer war das. Und wir haben Flyer den Menschen gegeben, auf der Straße. Und wie der mir eine Verwarnung gegeben hat, ich dürfe keine Flyer verteilen. Und wenn ich das nochmal tun würde, sei von Vorsatz auszugehen. Und das würde dann mindestens 1000 Euro Bußgeld kosten. So sind wir behandelt worden von der Polizei. Hallo ihr Lieben! So ganz nett mit der Musik, oder? Ja, da sind wieder die Striche am Himmel. Ja, die sich dann zu Schlieren entwickeln und am nächsten Tag ist dann wieder die Wolkendecke da. Kennen wir alles. Kennen wir alles. Und wer hier noch bezweifelt, dass es so etwas wie Wettermanipulation gibt,
kommt auf meinen Kanal in Telegram. Dr. Daniel Langhans, alles hintereinander schreiben, ohne Punkt und Zwischenraum. Dr. Daniel Langhans, der ist voll der Kanal von Beweisen, von öffentlicher Berichterstattung über das Thema Wettermanipulation. Und uns wollen sie verkaufen, dass die Starkwetterereignisse, die sie gezielt herbeiführen, dass das ein Beweis für den menschengemachten Klimawandel sei. So werden wir betrogen, belogen. Was sagst du? Das Wetter passt doch heute. Ja, wir können doch mal die positiven Dinge Baustelle, wo nichts passiert. Gar nichts passiert. Schon ein halbes Jahr ist diese Baustelle. Und dann findet man da ein Schild. Ja, die Baustelle wird bestreikt. Verarschen tun sie uns. Hört gut zu, ihr Zuschauer. Hört gut zu, ihr Zuschauer. Wir werden verarscht mit diesen ganzen Baustellen. Es wird eine Baustelle nach der anderen errichtet. Es wird kaum was dran gearbeitet. Gut, hier und da doch. Ja, aber das ist wieder ein gutes Beispiel. Dann heißt es ja, diese Baustelle würde bestreikt werden. Letztlich geht es nur darum, die Mobilität der Menschen einzuschränken. Immer weiter einzuschränken. Das sind die Ziele, die dahinter stehen. Auch dazu mehr in meinem Buch. In Band 1 der Reihe Fröhlichen Widerstand. Freut euch darauf, das kommt jetzt im Sommer.
Gibt es wieder Kommunikationsbedarf? Ah, jetzt bist du dran, Monika. Oh, jetzt geht's zur Sache. Jetzt kommt Monika. Auf geht's. Achtung! Achtung, jetzt sitzt. Super! Jetzt laufen wir mal am Spielfeld vorbei. Schaut mal, wie es hier in der Innenstadt zugeht. An so einem Tag, wenn Deutschland spielt. Und es steht tatsächlich 1:1, 93. Minute. Wahnsinn. Ja, der Arm ging raus. Ja. Ah, für Russum. Ich habe ihm auf Türkisch einen guten Appetit gewünscht. Hallo ihr Lieben. Spielst du noch die Nationalhymne? Spielst du noch die Nationalhymne? Oder die Gedanken sind frei. Auf geht's. Ja, so, solange er noch nicht beendet hat, kannst du das noch machen. Nicht zu schnell. Also, liebe Zuschauer, jetzt gibt es ein wunderschönes Lied. Das ist unsere Hymne. Wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei, die nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglückt will. Doch alles in der Stille und wie es sich schickt. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Super, super. Thank you.
Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes alles. Irgendwas mit 32 Leute ist gezählt worden heute. Soll ich dir sagen, was ich für einen Verdacht hatte? Dass das Ordnungsamt dir eine Route gegeben hat oder deine Route so abgeändert hat, dass wir nicht so sehr an den Biergärten, wo die Leute alle draußen sitzen, vorbeikamen heute. Ist das ein falscher Eindruck? Sag das ruhig. Das ist ein bisschen geändert worden jetzt hier. Da hätten wir auch nicht richtig durch können. Wegen dem Lauf oder was? Na, das auch, am Wechsel Münsterplatz, wie weit es zu ist, du hast es vorher gesehen, da war wirklich Rammelbammel. Ich habe das auch ein bisschen gesagt, wir gehen ein bisschen Richtung Pfauengasse, da haben wir uns auch gesammelt. Ich möchte da auch nicht irgendwie mit irgendwelchen Konflikten zu tun haben. Ich habe immer so Bammel, wenn Deutschland 2-0 zurücklegt, dass eher wir angegriffen werden von außen, dass da ein paar irgendwelche Unmut haben. Das war ja okay, dann ging es auch von dir aus. Dann habe ich in dem Fall den Mitarbeitern auch recht gesagt. Dass ich da eigentlich immer versuche, wirklich kompromissbereit zu sein, wenn es irgendwas zum Ändern gibt. Mit der Blau, da weiß ich auch, da ist so Public Viewing, da wären wir wahrscheinlich gar nicht vorbeikommen, da hätten wir einen großen Bogen rumschlagen müssen, und hierher kommen. Es war eigentlich schon so gedacht. Wir sind heute wirklich langsam auch gelaufen und das hat auch von der Zeit her, war das eigentlich alles ganz klasse, ist gut abgelaufen. Ja. Die Ampelphasen haben wir so abgepasst, weil wir ja so mehr oder weniger mit 30 Leuten auf die Gehwege verbannt werden. Das liegt nicht an mir und auch nicht an dir und auch nicht an den Leuten, die da sind, sondern an den Leuten, die fehlen. Und die lassen sich halt gerne stimulieren mit Brot und Spielen. Und du siehst, das Fußballspiel läuft noch oder wie auch immer. Ja gut, aber das ist ja, ich komme nochmal darauf zurück, das ist ja eigentlich die Chance, an diesen ganzen offenen Gaststätten vorbeizulaufen. Also gerade bei so einem schönen Wetter haben wir natürlich richtig heute eine Quote, die wir hätten erreichen können. Ne? Also das ist schon mal schwer auszusuchen, solche Geschichten. Wenn ihr an der Donau lauft, dann regnet es. Ja, das stimmt natürlich. Und ich habe eigentlich immer so eine 2 Wochen Vorplan. Das ist halt immer so, wie das Wetter, das kann man nicht schwer ab. Du weißt es selber, die sagen heute oder morgen auf Regen, das ist schönes Wetter. Ist auch klar. Und das auch mit den Gaststätten. Natürlich laufe ich da auch gar nicht vorbei. Wir haben immer wieder so mal wieder eine andere Strecke gelaufen. Wirklich da jetzt am Bismarckring sind wir auch noch nie gelaufen am Gehweg. Wenn wir schon auf dem Gehweg verbannt werden, dann möchte ich auch solche Strecken laufen. Es war jetzt halt schade, dass ich komm zu dir rüber. Wenig auf der Straße los war, weil das ist einfach das Fußballspiel heute. Das ist jetzt, wie gesagt, also die Zustimmung ist da. Ich finde es, was das angeht, immer großartig. Und ja, du, das läuft weiter. Das ist gerade für mich ein Grund, das weiterzumachen. Großartig. Lass dich umarmen. Großartig. Wunderbar. Wirklich gut. Ganz toll. So, ihr Lieben, was habt ihr denn alles heute beobachtet? Wir haben beobachtet. In den letzten paar Minuten. Dass es doch noch relativ glückliche und stolze Menschen gibt. Deswegen seid immer stolz auf eure Nation. Türkei! Genau, morgen Abend! Morgen! Deutschland holt das Ding ein! Super! Türkei! Nichts Türkei, Deutschland! Sagt er! Ja, gut, er sagt Deutschland, siehst du! Morgen gegen Holland! Die anderen! Genau! Also Ausnahmezustand pur, oder? Ausnahmezustand! Mal gucken, wir hoffen! Sag ich mal, wir holen uns den Sieg. Du, kannst du mir das Zeichen, was du gerade gemacht hast mit der Hand, kannst du mir das mal erklären? Denn da gibt es ja gerade Diskussionen über diese Hand, über diese Handbewegung.
Kannst du mir dazu was sagen? Ich kann es zeigen. Nein. Okay. Ja, weil die tun ja den einen Fußballer, der das gezeigt hat, tun sie ja gerade durch den Kakao ziehen. Sie meinen, das sei irgendwie extremistisch. Aber ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Was siehst du über dieses Handzeichen? Wisst ihr da irgendwas darüber? Ja, aber ich möchte am besten so wenig reden. Nicht drüber reden? Okay, okay, okay. Okay. Seht ihr, das ist Demokratie in Deutschland. Das muss ich jetzt mal den Zuschauern sagen. Liebe Zuschauer, das ist Demokratie in Deutschland. Dass Menschen, wenn es irgendwie ein bisschen knifflig wird, nicht mehr sprechen wollen. Wollen wir so einen Zustand dauerhaft haben? Oder wollen wir ein Land haben, wo wir in Freiheit über alles frei sprechen können? Genau, darum geht's. Sie betonen ja auch frei. Genau. Deutschland hat ja den Adler. Wenn Sie jetzt den Adler machen, denken Sie, Sie werden verurteilt? Genau. Das ist doch in Ordnung, oder? Wenn wir den Adler machen. Ja, eben. Genau. Und was hat, was... Finden Sie das richtig, dass man dann verurteilt wird? Nein. Merken Sie? Genau. Wieso, was zeigt diese Hand? Was habt ihr in der Türkei für ein Tier, für ein Wappentier? Das soll ja den Wolfsgruß zeigen. Ach so, das ist der Wolfsgruß, genau. Ja, wo ist das Problem? Eben dasselbe auch. Genau, also ihr seht das auch so. Ich bin da viel mehr entspannt. Ich sehe, dass wir permanent gegeneinander aufgehetzt werden sollen. Genau. Ja, indem gesagt wird, oh, guck mal, was hat der da gemacht und so weiter. Ganz schlimm. Ja, immer mit dem Finger auf andere gezeigt. Genau, so ist es. Sehr gut, sehr gut. Jetzt hast du doch noch was gesagt. Danke. Ja, Mut, darum geht's, ihr Lieben, dass wir mutig bleiben und uns nicht einschüchtern lassen, oder? Ja. Wunderbar. Bleib immer hier selbst. Meine Schwester weiß nur aus wunderbaren Sehnen die Thorsten. Brüder, und noch dazu, wenn sie kleiner oder größer sind, sind immer peinlich. Das musst du dir merken. Er ist nicht peinlich. Wir stehen immer so. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Nein, wir stehen alle zu unseren Brüdern und Schwestern. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wo wollen Sie das posten oder was? Ja, der Kanal heißt Dr. Langhans. Auf Dr. Langhans auf YouTube. Echt? Genau. YouTube? Genau. Auf YouTube. Da ja, könnt ihr das Leute, folgt mir alle auf instaqlv.baser. Genau, könnt ihr ruhig dann runternehmen, wenn ihr wollt. Genau. Also, jetzt gehe ich rüber, weil die mich auch noch erwarten. Ich wünsche einen schönen Tag. Schönen Abend, ihr Lieben. Toll, dass ihr da seid. Türkei! Ja. Türkei, sagt sie. Türkei! Türkei! Darum jetzt, liebe Zuschauer, es geht um Identifikation mit dem eigenen Land. Genau das spielt, ja, ist letztlich ein Finger, ein Schmutzfinger gegen die Ideologie der Globalfaschisten. Wir wollen keinen schmutzigen, wir wollen einen reinen Finger, aber wir wollen unsere Freiheit als Völker, das zu sein, was wir sind, von Gott erschaffene Völker. Wir wollen uns von niemandem dominieren lassen, wie das gerade versucht wird. Wir werden widerstehen und das nehme ich bei den Türken wahr, das nehme ich bei uns Deutschen wahr, das nehme ich bei vielen, vielen anderen Menschen auch wahr. Jetzt schauen wir mal, wo der Robert ist, da hinten. Robert, mein Lieber. Jetzt kommt die Wochenschau. Jetzt kommt die Wochenschau. Die Schwäbische Wochenschau. Gut. Also, heute habe ich mal was dabei mit CO2. Das habe ich schon im Winter zusammengetragen von Google. Das kommt alles bei Google. Jetzt lesen Sie recht. Das sind jetzt Formeln. Das kann ich, wenn du das filmst, das soll dann jeder selber nachrechnen und überlegen. Da ist jetzt ein bisschen was zu CO2, Formula. Ja, worauf willst du hinaus, mein Lieber? Einfach mal die Formula zu veröffentlichen, wie CO2 gespeichert wird im Holz und wie viele Bäume man da braucht. Oh, das ist aber sehr komplex, mein Lieber. Ja, genau. Kannst du uns auch das Ergebnis Ja, das wird schon. Das kommt als nächstes. Ich muss halt noch schrittweise vorgehen. Ja. Wo man das her hat. Das wäre auch noch interessant. Es gibt schon einen Rechner zur Aufforstung von Deutschland. Zeigt weltweit bis in die kleinste Ortschaft an, wie viele Bäume dort noch nachgepflanzt werden können. Ja. Aber das wollen sie ja nicht. Die wollen ja keine Bäume nachpflanzen. Die wollen nicht. Die wollen das Autofahren verhindern. Genau. Ja.
Aber es gibt auch Pläne zur Aufforstung weltweit. Ja. So, jetzt hier geht's los. Angenommen, ein Fichtenwäldchen. Fichten sind das, was man Christbäume nennt oder Weihnachtsbäume an Weihnachten. Ja. So, ein Fichtenwäldchen mit 100 mal 100 Meter sind 10.000 Quadratmeter. Ist ein Hektar voll besetzt mit ordentlichen Fichtenbäumen. Braucht im Jahr angenommen 500 Liter Wasser pro Quadratmeter. Das ist der Durchschnitt, 500 Liter. Braucht 500 Liter pro Quadratmeter Grundwasser zum Verdunsten, zum Kühlen. Ja. 100 mal 100 Meter sind da ein Hektar. Und dieses eine Hektar sind 10.000 Quadratmeter. Braucht dann 5 Millionen Liter Wasser zum Kühlen. Pro Jahr. Pro Jahr. Das sind 5000 Kubik Wasser. Ein Kubik ist 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter. Mal 0,68 Kilowattstunden Sonnenenergie pro Liter. Ist gleich 3,4 Millionen Kilowattstunden. Mal ein Strompreis angenommen von 0,07 Kilowattstunden. Ist ein Wert von 238.000 Euro. Das Fichtenwäldchen, wenn das eine Maschine wäre und würde runterkühler per Auftrag mit 0,07 Kilowattstunden. Jetzt verstehe ich. Dann hat es der Wald hat eine Kühlleistung. Eine Kühlleistung von 238. Also im Jahr verdient ein Wald mit 100 mal 100 Quadratmeter, ein Fichtenwald, 238.000 Euro. Willst du theoretisch. Wenn der Fichtenwald jetzt vor Ulm steht und die Luft vor Ulm, vor der Stadt, runterkühlt, dann wäre der 238.000 Euro wert, okay. wenn man mit Strom machen würde. Du hast noch viel mehr da liegen. Auf geht's, machen wir weiter. Das Film schein ich mal runter. Okay. Das ist für die Spezialisten. Das will die Idee wissen, gell? Ja. Das Wichtigste einfach in Worten aussprechen. Genau. Aufpassen heißt es hier, genau. Ja, das haben wir jetzt auch runtergefilmt, der sogenannte Treibhauseffekt. Fazit, darauf können wir ja mal zu sprechen kommen, hier. Ja, oder hier, schon hier. Ich fange oben an bei Jesus. Irgendwo steht Jesus. Da oben. Ja, genau. Man muss auch überlegen, wie lange gibt es schon Menschen, wie lange gibt es schon Aufzeichnungen. Ja. Und sagen wir mal so, seit Jesus Beginn schreibt man ja. Und vor 2000 Jahren war ja Deutschland, Germanien, total voll mit Wald. Da gab es keine Straße, kein Haus. Worauf willst du hinaus? Genau. Je mehr Bäume man abgeholzt hat, umso wärmer wird es mit der Zeit. Weil der Wald speichert das Grundwasser. Ja. Und im Sommer, wie heute, holen die Bäume das Grundwasser raus und kühlen die Umgebung um minus 8 Grad. Okay. Ja, alles klar. Das heißt, man müsste einfach mehr Bäume pflanzen. Das ist einfachste. Genau. Und das Wasser, wo von den Dächern kommt, muss ins Grundwasser und nicht in die Donau. Ja. Und dann kann man eine Umgebung abkühlen. Oder man müsste mit Absicht das Wasser versprühen. Auf dem Asphalt, auf die Gehwege oder auf die Dächer. Dann kühlt es auch ab. Ja. Das sind aber nicht alle Leute einverstanden, wenn es plötzlich regnet. Sehr gut. Okay, gut. Also gibt es Zusammenhänge, auf die du aufmerksam machst. Ja. Da haben wir noch was. Jetzt haben wir mal in Religion. Guck mal. Diese Statue, ja, ganz genau. Hinten in einer Kirche in Linz,
eine blasphemische Statue. Haben da aufgestellt in der Kirche. Die angeblich die gebärende Mutter Gottes darstellen soll, aber letztlich die Gefühle der Gläubigen beleidigt. Ja. Und genau. Es ist so. Feministische Kunst. Ich habe mal googelt, in diesem Mariendom in Linz kommen jedes Jahr 200.000 Besucher. Ja. Also das ist der Tourismus. Ja. Darunter sind ein Drittel Kinder unter 10 Jahren. Genau. Und da kommen so viele Kinder, wenn man da Taschenlampenführungen bei Nacht macht. Ja, genau. Und dann suchen die Bursche nach dem Jesus, wenn es dunkel wird. Ja, ja, klar. Also, und das, die Statue war keine 3 Tage vor. Ja, neueste. 3 Tage später hat der Kopf gefehlt. Ja. Ja. Ja, das ist diese Woche passiert und von daher denke ich, passt es in deine Wochenschau. Okay. Genau. Dann habe ich noch was von der Biggie. Ja. Es gibt von Querdenken in Stuttgart 711. Also hör es raus, das also ist Spiegel. Eine Anleitung, wenn jemand sagt, er will nicht mit der Waffe auf andere Menschen schießen. Wie kann er sich verhalten? Genau, da steht Querdenken in Stuttgart schon wieder auf. Ja, bei Fuß. Ja. Wo kann man das abrufen? Wo kann man das abrufen? Ach so, das auf weiß Querdenken. Ich nicht. Sonst, das weiß jeder. Bei mir im Kanal steht auch einiges drin. Ja, hast du was drin? Okay. Guck. Da haben wir noch eine mutige Frau. Ja. Die Frau war diese Woche auf dem Münster, okay. Die ist hochgeklettert. Und dann kam das Sondereinsatzkommando und weiß ich was alles und hat sie gerettet mit 2 anderen. Ah was, okay. Also ich schätze der Papa... Also die ist außen hochgeklettert oder was? Oh, mit Seilen. Ah wow. Und hat eine Banner im Fach. Und ich schätze, dass der Papa muss wahrscheinlich 30.000 Euro zahlen. Ah ja, okay. Okay. So viel Polizei und weil Zeugs war der Einsatz so viel gekostet hat, ja, verstehe. Genau. Okay. Aber ja. Wenn die jetzt bei uns wäre, also wenn wir auch solche Mutige hätten. Ja, ja. Ja, einerseits schon, andererseits Start. Brauchen wir keine Rechnung mit 60.000 Euro, die brauchen wir nicht. Gut, was hast du noch, mein Lieber? Wollen wir mal einen Schwenk machen? Genau. Genau. Ja, schaut mal diese 3 Frauen an. Lasst einfach mal die 3 Frauen auf euch wirken. Und dann fragt euch, was ist würdiger? Welches Aussehen ist würdiger? Die weit gefühlt. Bisschen schwierig, ne? Ja, ich bin fertig. Du bist jetzt fertig? Ja, okay, dann machen wir den Rest im nächsten Mal oder was auch immer. Ja, wenn es besser passt. Wenn wieder was passiert, genau. Robert, ich danke dir. Okay. Gerne. Dann hoffen wir, dass wir wieder in unsere übliche Ordnung kommen. Also. Genau. Lass der Rainer bald wieder filmen. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir sehen dort hinten, ganz gebannt schauen Sie auf den Bildschirm. Und offenbar ist das Spiel zwischen Deutschland und Spanien noch nicht aus. Mal schauen, wie das dann ausgehen wird. Aber das ist alles jetzt Nebensache. Wir verabschieden uns damit auf Ulm. Es war ab und zu ein bisschen emotional heute. Aber ich denke, das darf sein. Das haben wir mehrmals schon besprochen. Ich danke allen, die dabei sind. Und danke allen, die sich auf der Straße für die Menschenwürde einsetzen. Und darum geht es.